Guten Tag und willkommen zu dieser Folge von Let's Play Fallout. Wir werden heute, ich weiß noch gar nicht, was wir heute unternehmen werden. Ich hoffe, es wird spaßig und amüsant. Hier seht ihr nochmal den Kyrolator, den haben wir ja in der letzten Folge bekommen. Ich habe jetzt meine Waffen noch weiter upgradet, bin jetzt Waffenfreak 3 und kann da richtig viel upgraden. Habe jetzt meine Maschinenpistole, mein Kampfgewehr sehr weit hochgerüstet. Habe ich das auch gerade ausgewählt? Nein, die Schrotflinte. Denn ich bin gerade am Verschwenden meiner Schrotflinten-Munition. Ach so, hier habe ich gerade einen Stützpunkt eingenommen. Das ist Kate. Mit der sind wir gerade unterwegs. Hä, wer ist denn das? Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Nicht gerade das Paradies. Schnauze. Nicht gerade das Paradies, das ist das Erste, was sie zu sagen hat. So eine Meckertante, Alter. Und so jemand. Für solche Leute muss ich hier Krieg führen. Ist auch asozial. So, Leute. Was versteckt sich hier? Ach so, ein Raid allein. An den schleichen wir uns jetzt richtig fresh ran. Was zum Teufel war das? Jetzt boah. Hörst du mir mal. Der hat überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Den pranken wir richtig weg, Alter. Oh crap. Ich habe ihn getötet, wirklich. Das war mir aber neu, dass ich so brutal bin. Hä, wo ist er hin? Ach, da drüben versteckt er sich. Weg. Das ist es nicht worth, Alter. Das ist nicht worth. Leute, ich weiß, was wir die Folge machen. Oh, wir sind sogar recht nah dran. Naja, was heißt recht nah? Hier ist das Kraterhaus. Wir gehen jetzt erstmal zum Leuchtturm. Also, ich habe ja diesen Leuchtturm. Und ihr kennt ja bestimmt schon die Kinder Atoms. Die beten einfach eine Atombombe an und denken, dass es Gott gewollt war. Dass die Atombombe ein Gott ist und dass es Gott gewollt war. Die Atombomben halt, dass alles jetzt verstrahlt ist. Und heißen Kinder des Atoms und greifen einfach jeden Kerl an, der sich ihnen entgegenstellt. Und die waren mir schon immer sehr freundlich, die fand ich schon immer richtig cool. Und da drüben leben die und hier leben meine Leute am Leuchtturm. Und ich wollte die schon immer töten. Das Problem ist, die schießen mit. Habe ich da eine gerade dabei? Ich glaube nicht. Nein. Aber ich kann die. Ach nein, das ist die Kampflinte. Habe ich überhaupt. Ah ja, okay. Kampfgewehr, Leute. Richtig geil getuned. So. Das Problem an den Kerlen ist halt, die schießen halt, die schießen mit Gamma-Pistolen und die verstrahlen einen halt richtig hart. Und das ist nicht so bueno. Aber ihr wisst ja, was man gegen Verstrahlung tun kann. Zack. Und jetzt bin ich zwar gegen ihre Geschütze leichter anfällig. Wir sind allein. Aber die Kerle selbst können mir jetzt gar nichts anhaben und das nutze ich jetzt richtig knallhart aus, indem ich ihre Geschütze wegfick. So. Guck, seht ihr meine Reds? Das Ding macht nur Red-Schaden. Zack. Easy. Von hier, da schießen sie von allen Seiten mit ihren Pistolen auf mich. Aber es bringt ihnen null. Gerade ist halt die Sicht sehr eingeschränkt. Deshalb kann ich die jetzt nicht so nice zerstören. Aber ich habe eh noch eine Menge Essen dabei. Und im schlimmsten Fall. Oh fuck. Im schlimmsten Fall ergreifen mich ihre sehr schönen Geschütze. So. Jetzt kommt nämlich gleich hier einer hoch. Seht ihr, wie sie von allen Seiten mit ihren scheiß Atomsachen auf mich drauf schießt? Ich töte jetzt erstmal alle.
Und dann kümmere ich mich um den Rest. Ey, wenn der jetzt mutiert bei den wenigen Leben, die er gerade hat. Das Problem ist halt ihre Geschütze. Weil sie selbst mit ihren Gamma-Strahlen, die tun mir eigentlich nichts. Aber ihre Geschütze MK7. Das ist halt hart stark, Leute. Aber die Kinderatoms selbst, die können mir nichts antun. Okay. Nice. Das Problem ist halt, dass gerade auch so beschissenes Wetter ist. Dann kann ich mich schlecht orientieren. Aber ich gebe natürlich dennoch mein Bestes. Weg mit dir, Knecht. Ich kann mir hier Gamma-Patronen snacken, Alter. Ja, geil. Das Problem ist, dass ich jetzt meine Taschen nicht habe und deshalb kann ich 20 Gewicht weniger tragen und bin jetzt überladen. Ist natürlich nicht so bueno. Aber dafür kann ich dir hier easy wegsnacken. Und wenn die Kinder Atoms tot sind, kann ich mich auch auf andere Dinge konzentrieren. Zum Beispiel darauf, meine Taschen wieder zu snacken. So! Was haben sie denn hier Schönes? Schrotpatronen und ein Experten-Safe. Da kommt die Kate leider auch nicht durch. Schluss mit dem Spielchen. Komm raus, damit ich dich sehen kann. Könntest du dich bitte... Danke. Kronkorken? Hä? Kronkorken, Gamma-Patronen, Eichhörnchen ein bisschen. Kronkorken, right away. Nice. Ach so, zwei von den Kerlen leben noch. Die machen wir jetzt noch schnell weg. Easy. Was war das? Keine Ahnung. So. Ich verstehe auch nicht, wie diese Sekte wächst. Weil man kommt zu den Kerlen her und anstatt, dass sie mit dir reden und versuchen, dich für ihre Sache zu gewinnen, schießen sie einfach gleich auf dich. Super. So, und jetzt wird gehackt. Crude. Easy für mich, Alter. Turmsteuerung. Die werden jetzt deaktiviert, falls es noch welche gibt. Zack. Patz. So. Ah ja. Gab es sogar noch ein Geräusch, dann stand da noch ein Turm. Den haben wir uns gespart. Und jetzt machen wir noch schnell die letzten überflüssigen Kinder Atoms tot. Die hier mit großkalibrigen Bomben auf uns schießen. Gut, dass ich gerade noch schnell gespeichert habe. Hart. Okay, Leute. Ich glaube, das ist den ihr Anführer oder so. Der war auf jeden Fall schnell unterwegs. Das heißt, wir werden viel Geduld brauchen, um umzulegen. Aber wir schaffen es natürlich dennoch. Bleib stehen, Schwuchtel. Hopp. Halt drauf. Schlampe. So, vor seinen Minen müssen wir jetzt natürlich richtig aufpassen. Ach so, hier stand noch eins. Zack, weg mit dir. So, jetzt snacke ich mir meinen Sniper und dann wird er weggesniped. Snipper. Die ist jetzt auch ganz maximal hoch abgegradet. Stehen geblieben, Arschloch. Zack, Headshot. Einen Schuss brauche ich noch. Ach, das ist der Prediger, deshalb ist er so stark. Ach, jetzt dachte ich eigentlich, er wäre tot. Oh, und die blöde Kate klaut mir mal wieder den Kill, die Schlampe. Ich krieg sogar jetzt noch Reds, obwohl die schon alle tot sind. Mysteriös, Leute. So. Fleisch gab's auch noch schön. Lecker, lecker. Und jetzt sind sie, glaube ich, alle tot. Und dann kann ich mir auch gleich wieder meine ganz normalen Sachen anziehen.
Und ihr seht, zack, schon kann ich 360 tragen und kann wieder ganz normal hier rumlaufen. So, wo liegt die Leiche vom Prediger? Nuka-Grenade. Ist auch mal was Interessantes. So, mehr als Gamma-Kanonen haben sie natürlich nicht zu bieten. Die Dreckskinder Atoms. Ich glaube, die respawnen hier auch, sodass ich das jetzt öfter durchziehen kann. Aber es ist auf jeden Fall dank dem Chemikeranzug richtig easy. Davor waren sie. Ja, nice. Ödland. Ach so, du erleidest dauerhaft 5% weniger Schaden durch Insekten. Das ist ganz okay. Ich dachte jetzt, es ist so ein durchschnittliches Gedöns, weil es gibt halt diese Ödlandsführer, dass dann Diamond City auf deiner Karte markiert ist. Obwohl du es schon längstens entdeckt hast. Und solche Sachen gibt es dann halt. So, was ist das für ein Haus? Ach so, das Hexerei-Ding. Okay. Jetzt geht es rüber nach Sanctuary, wo die Zufriedenheit mittlerweile schon auf 80% ist. Irgendwie, bei mir ist immer so in solchen Spielen, wo es Zufriedenheit von Bürgern gibt, da bin ich immer so 80, auf 80% aus. Und dann bin ich zufrieden und mehr will ich nicht. Und mehr braucht man auch nicht, Leute. Der muss man es ja auch nicht übertreiben mit den Prozenten, Alter. So ein Teil hätte ich gerne als Software. Stellt euch das mal vor. Dauerfire. Hier vorne, das finde ich richtig geil, dass der Lauf nicht geöffnet ist. Da schießt die so in sich selbst rein. Das ist richtig praktisch. Du So. erinnerst mich an mich selbst als junge Frau. Ich habe mich immer in Schwierigkeiten gebracht. Ja, du Weißt du was? Dreckskifferin, Seit Alter. unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Das ist der Voltec Burkhard anscheinend Werbemann versucht, da. dich über Funk zu erreichen. Halt die Wenn du Fresse, deine ich muss Antwort wegrennen. weißt, Das ist dieser Voltec-Kerl, der in der ersten Folge zu uns. Ach so, es ist schon fertig. Der in der ersten Folge zu uns hergekommen ist. Und uns gesagt hat, wir sollen uns einen Bunker kaufen, wegen dem wir das alles überlebt haben. Und der selbst hat keinen Platz im Bunker bekommen und ist jetzt ein Ghoul. Und ist schon einige hunderte Jahre alt. So, jetzt geht's zum Pressen. Jetzt beenden wir nochmal die letzte Quest. Ach, ich liebe die Bethesda-Spiele. Die sind einfach so toll von der Karte und so. Und vor allem Fallout finde ich auch viel besser als Skyrim ausgearbeitet. Ich habe den Laden gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Knallhart, Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, Wir biete jedem holen Hilfe uns an, wenn das sie benötigt. Commonwealth Stück Damit für Stück bringst du unsere Sache zurück. voran. Sagt er nicht, wir holen uns. No. Kann ich was für dich tun? Nein. Kannst du nicht. Arschloch. Asshole. Butthole. So, Leute. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, welche Burg denn bitte? Die Burg hier. Die Burg. Da war ich, da musste ich halt. Ich wusste schon, was passiert und deshalb wollte ich das nicht aufnehmen, weil ich habe es schon mal in einem anderen Let's Play gesehen. Da waren Mirlurks und Mirlurk-Nester und die habe ich dann alle umgebracht. Und ich habe mir gedacht, ach ja, das ist doch lame, das ist ja nichts Special für so eine Folge. Und dann kommt plötzlich aus der See so ein riesiger Mirlurk-König. Vielleicht liegt noch seine Leiche da. Und da gab es dann hartes Battle. Liegt noch seine Leiche da? Nein, die ist despawned. Es scheint. Meine Minutemen haben den Laden echt schön sauber bekommen. Also das Ding Der war ziemlich Feierlöffelstand ist groß. weg. Ja, die haben jetzt wirklich aufgeräumt. Das finde ich gut. Hallo. Da bist du ja. Endlich. Ich muss mit dir reden. Und wer bist du? Wer bist du? Ich bin Ronnie Shaw, Commonwealth Minuteman. Zumindest war ich das. Bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Wer ist Joe Becker? Joe Becker? Wer ist das? Das ist einfach nur traurig. General Becker hat früher die Minutemen angeführt. Er war der letzte echte Anführer, den wir hatten. Nachdem er gestorben Ich find's richtig ist, cool, wie sie ihre Lippen nicht bewegt. Hatte den Mut und den Und derweil spricht. Hatte, alles zusammenzuhalten. Reden wir, komm zur Sache. Komm zur Sache. Will ich ja die ganze Zeit.
Hab gehört, dass du den Minutemen wieder auf die Beine helfen willst. Und ich bin der Generalschlampe. Also ein bisschen Respekt hier. Persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minutemen überhaupt zurückhaben wollen? Wir helfen, und du? Das Commonwealth braucht uns. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Die Guten. Wir helfen. Immerhin versuchen wir, den Leuten zu helfen. Eben. Kannst du das auch von dir behaupten? Werd mal nicht frech, Mädchen. Ich war schon lange vor deiner Geburt ein Minuteman. Aber ich habe ein paar gute Dinge über dich gehört. Sonst wäre ich nicht hier. Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Sie war schon lange vor unserer Geburt ein Minuteman. Ja, ja, klar. Gerade weil wir geboren sind. 250 Jahre vor dieser Zeit hier. Da war sie natürlich schon Minuteman, gerade weil es sie da noch gar nicht gab, die Schlaue. Vielleicht können wir dich gebrauchen, wieder beitreten, kommen auch ohne dich zurecht. Wir brauchen deine Hilfe. Willst du wieder beitreten? Ja, schätze schon. Aber alles der Reihe nach. Ich bin gut. Vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Bastion. Dort war unsere beste Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, Baupläne und noch einiges mehr. Komm! Das hat mich schon immer aufgeregt. Ich dachte, es wäre ein Tor. Und nicht, dass das da zur Waffenkammer reingeht. Aber es hat mich sehr aufgeregt. Sprengt die das jetzt? Oh nein, jetzt bemerkt sie, dass es verschlossen ist, oder wie? Gut. Sieht so aus, als wäre alles noch intakt. Die Tür ist noch versiegelt. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. Super, Kevin. Ich weiß nicht wie, ich hoffe, du hast eine Idee. Ich hoffe, du hast eine gute Idee. Natürlich. Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Ach, super, Schauen Kevin. Wir uns mal die nördliche Bastion an. Moment, wie kann man sich langsamer stellen mit der Taste? Ja, jetzt laufen wir hier so ganz langsam. Sonst renne ich ja immer. Und dann, das ist das Erneuigste an Bethesda-Spielen. Du rennst immer so und dann bist du schon längstens da und stehst so da und fragst dich, hör, warum passiert denn hier nichts? Und dann kommt erst die dumme Schlumpf von da hinten. Aber ich finde die schön gemacht von ihrer Kleidung her. Das war das Quartier des Generals. Früher führte ein Tunnel von hier in die Waffenkammer. Mit dem Raketenwerfer habe ich gegen den Mirlock-Ding gekämpft. Der Tunnel ist durch Schutt blockiert. Wir müssen einen Weg finden, ihn beiseite zu schaffen. Okay. Leute, die Folge dauert schon 18 Minuten und ihr wisst ja, 15 Minuten ist meine Richtzeit, nach der ich mich richte. Und deshalb endet diese Folge jetzt hier. Wir sehen uns am nächsten Fall Friday oder Triple Thursday. Bis dahin. Ciao.